Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Dienstag, der 19. April 2016. Herzlich willkommen zu NEW Showdown. Noch knapp 2 Wochen sind es bis zum großen Doppel-Event NEW No Regrets und NEW Extreme. Und für euch gibt es heute bei Showdown neue Match-Ankündigungen für NEW No Regrets am Freitag, den 29. April. Außerdem hören wir heute von, naja, wir wollen jetzt mal nicht übermütig werden und es eine Tag Team Division nennen, aber wir hören von den Tag Teams bei New European Championship Wrestling. Und wir beginnen mit niemand Geringerem als dem pickelhaubentragenden Zeitreisenden von NEW. Hier kommt straight aus dem 19. Jahrhundert. Moment, ich möchte das natürlich richtig machen. Karl Maria Ludwig Eberhard von Hartenberg. Mein Name ist Karl Maria Ludwig Eberhard von Hartenberg. So manch einer wird mich schon in den letzten Shows gesehen haben. Ich meinerseits bin der Manager von dem besten Tag-Team der Welt. Ich bin fest von diesem Team überzeugt. Es sind die Los Luchadores Hermosos. Wir werden jeden Ring dieser Welt, jeden Wrestling-Ring zum Erbeben bringen. Wir werden jedes Tag-Team schlagen, vor allen Dingen solche Tag-Teams aus Österreich. Alles Böse kommt aus Österreich. Kick-Out. Oder dieses Team Turbulence, wo auch immer diese Leute herkommen. Ich weiß es einfach nicht. Und dann noch dieser Bayer, Schorschi. Wir werden alle zerschmettern. Die Los Luchadores sind die bronzenen Götzen, die diese Welt zum Staunen bringen werden. Also Herr von Hartenberg für die Zukunft. Team Turbulence kommen aus Österreich. Kick-Out kommen aus Deutschland und Ghana. Schorschi kommt aus Franken und Tommy kommt aus Bayern. Solange Herr von Hartenberg zumindest weiß, dass er selbst aus dem Königreich Preußen stammt, ist ja alles gut. Alles Böse kommt laut Karl Maria Ludwig Eberhard von Hartenberg aus Österreich. Dann würde ich sagen, hören wir doch mal von den Österreichern selbst. Hier kommen Team Turbulence mit ihren Ansichten zur neu entstehenden Tag Team Division in der NEW. Hey, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Ich habe mir nicht mal die Namen gemerkt. 2 Möchtegern Mexikaner und ein Preuße? Wie passt denn das zusammen? Ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Und das andere Team, was war das nochmal? Tommy, wir haben diese Möchtegern Luchas da aus Mexiko oder Preußen oder wo auch immer die herkommen. Und die anderen waren die 2, die aus diesem Bruce Lee-Film gesprungen sind. Das waren doch die 2. Hey, an die kann ich mir gar nicht mehr erinnern, denn die haben wir fertig gemacht und die anderen machen wir auch fertig. Soll ich dir was sagen? Wir machen alle fertig. Ja. Weißt du auch warum? Weil wir das beste Tag-Team in der NEW sind und das sollen auch alle wissen da draußen. So sieht's aus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Get ready for trouble. Bei NEW Retribution im März haben wir zum ersten Mal ein Rookies-Match um einen NEW-Vertrag gesehen. Der Gewinner dieses Vertrages hat uns jetzt seinen Namen offenbart. Es handelt sich um den Highflyer Seenen Air. Und der wird sein offizielles Debüt im Main-Roster der NEW bei NEW No Regrets geben. Und da geht es für den Highflyer gegen einen gewichtigen Gegner. Und zwar wird er im Ring stehen gegen Big Steve. Das ist das erste Match, das wir neu ankündigen können für NEW No Regrets am 29.04. Das andere neue Match in der Card ist ebenso ein Match, wo es heißt Agilität gegen schiere Kraft. Und zwar Marius Al-Ani gegen das Monster Valerian. Das gibt jetzt folgende Matchcard für Freitag, und zwar Pascal Siegner alias Sigmaster Rappo in einem Singles-Match gegen Erik Jaschke alias Shizu Rick Stalwart. Außerdem Tag-Team-Action
Cash Cross, also Maverick Cross und Cash Crash, gegen Tommy Blue Eyes und Georg Shorshi Gwerch. Und nun eben neu auf der Card, Sinan Air in einem Singles-Match gegen Big Steve und Marius Al-Ani in einem Singles-Match gegen Valerian. Die Karten für NEW No Regrets gibt es natürlich auf unserer Homepage new-wrestling.de. Von Showdown war es das für diese Woche. Ich sag, haut rein, macht es gut.